Vielen Dank, Frau Esch. Dann würde ich erst mal kurz beginnen, Philipp, oder? Danke, dass wir hier eingeladen wurden, um unsere Ideen zu teilen, damit Sie vielleicht Impulse mitnehmen können. Heute soll es darum gehen, wie digitale Praktika und virtuelle Experimente in der Lehre umgesetzt werden bei uns an der TU Chemnitz. Philipp, sagst du kurz was zu dir selbst? Sehr gern. Ja, Philipp Wappnitz, mein Name. Ich bin seit 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur Montage- und Handhabungstechnik, die sich eben in der Fakultät Maschinenbau befindet. Wir befassen uns hauptsächlich mit Produktionsanlagen, Montagevorgängen, Automatisierung und großer Teil davon natürlich Robotik und Getriebetechnik, was bei uns im Maschinenbaubereich natürlich nach wie vor von Relevanz ist, und darauf wird dann auch werden dann auch die Beispiele zu den Praktikas abzielen. Jetzt hat er ganz galant übergangen, dass er ein Digital Fellowship hatte von 2019 bis 2020. Das heißt, er hat hier quasi ein gefördertes Kleinprojekt von sich umsetzen können und hat auch 2020 jetzt den TU Chemnitzer Lehrpreis bekommen für einen lernförderlichen Einsatz digitaler Technologien, auch in der Robotertechnik. Das heißt, Philipp, wenn ich ihn ganz kurz noch weiter beschreiben darf, ist er ein sehr, sehr engagierter Lehrender, der uns im E-Learning-Team, das heißt, ich gehöre zur Hochschuldidaktik, arbeite dort im E-Learning-Team der TU Chemnitz. Das ist so eine Mischung aus Hochschuldidaktikern und Rechenzentrumsmitarbeitenden. Und wir haben in dem vergangenen Jahr sehr viel Lehrangebote und Weiterbildungsangebote für unsere Lehrenden unterbreitet und begleitet. Und Philipp Wappnitz war in diesem ganzen Jahr eine sehr konstante Stütze, auf den wir zurückgreifen konnten. Ich habe vorhin im Vorgespräch schon gesagt, Philipp Wappnitz startete mit uns genau vor einem Jahr mit 5 Durchläufen zu einer Veranstaltung. Wie kann ich denn jetzt meine Lehre ad hoc digitalisieren? Und da hatten wir so einen hohen Zulauf und du warst quasi das erste Beispiel. Und genau, und so haben wir ganz, ganz viel auch durch die Lehrenden gelernt. Aktuell bin ich noch im Projekt Lehrpraxis im Transfer Plus tätig. Das ist ein Hochschulverbundprojekt in Sachsen und die digitale Hochschulbildung ist ein Folgeprojekt, auch im Hochschulverbund mit allen sächsischen Hochschulen. Und da ist eigentlich meine Kollegin Janine Funke, die heute leider nicht hier sein kann, deswegen bin ich in der Vertretung da. Moment, ich muss hier mal noch sehen, dass ich die Folie weiterschalten kann. Jetzt würde uns ganz kurz interessieren, woher kommen Sie, in welchem Fachbereich arbeiten Sie und haben Sie Präsenzpraktika oder vielleicht auch schon digitalisierte Praktika, vielleicht in Prozent, wie viel ist davon digitalisiert? Wenn Sie uns das kurz im Chat schreiben würden, dann können wir Sie ein bisschen einordnen und dann kann auch Herr Wappnitz, wenn er ausführt, kurz darauf eingehen, wie man das vielleicht im Transfer schon mitdenken kann, wenn Sie beispielsweise, vorhin habe ich gehört, Sie kommen aus der Physik, dass Sie das einfach an alle nochmal im Chat schreiben. Genau, jetzt haben wir hier schon Maschinenbauer. Das ist schon zu 100% digitalisiert. Das heißt, Sie werden hier wahrscheinlich auch schon viele Erfahrungen dann teilen können. Mal sehen, vielleicht zu den anderen, dann schreiben Sie nur kurz genau. Also es gibt Erklärvideos, sodass Studierende in Zweiergruppen selbst angeleitet arbeiten können, auch an der Fakultät für Maschinenbau. Und die Praktika sind noch nicht digitalisiert, ja, darum wahrscheinlich ein hohes Interesse, auch wie das hier passiert ist. Ein Drittel digital, beziehungsweise in Teilpräsenz. Vielleicht können wir ja dann noch dazu weitergehen. Also Sie dürfen gerne noch weiter schreiben. Ich gehe hier schon mal weiter. Das ist für uns einfach ganz gut zu wissen. Philipp, dann kannst du vielleicht ein bisschen das berücksichtigen. Ich würde ganz knapp was zu uns sagen. Nicht nur, wer wir persönlich sind, sondern auch in welchem Arbeitskontext wir zusammen sind, was unsere Lehre an der TU Chemnitz vielleicht im letzten Jahr ausmacht. Und dann geht Philipp Wappnitz ganz konkret in die Digitalisierung.
Also zu uns an der TU Chemnitz, wir sind eine recht kleine oder mittelständische Universität. Wir haben insgesamt an die 11.000 Studierenden und haben sehr hohen Anteil an internationalen Studierenden. Wir hatten das vor dem Vorgespräch schon. Also viele sind in den vergangenen zwei Semestern sehr dankbar, weil sie einfach zu Hause in ihren Herkunftsländern überwiegend sitzen, sodass digitale Lehre denen enorm ermöglicht, auch weiterhin teilzuhaben an Lehrveranstaltungen. Ja, es gibt bei uns eine ganz, also für unsere kleine Uni recht viele Studiengänge, die sehr disziplinübergreifend sind. Und wir sind sehr, sehr viel drittmittelfinanziert. Das betrifft aber vielleicht auch manche andere. Ich habe diese Folie ganz knapp mit reingenommen. Das hat was mit meinem Hintergrund zu tun. Ich hatte vorhin kurz gesagt, ich bin im Projekt Lehrpraxis im Transfer Plus. Das ist ein BMBF-gefördertes QPL-Projekt. Unsere Arbeit, also wir sind sozusagen an den ganzen Standorten, die Sie hier innerhalb von Sachsen sehen, sind das Universität oder Universitäten beziehungsweise Hochschulen angewandter Wissenschaften in Sachsen. Und dort sitzen überall Hochschuldidaktikerinnen und Didaktiker, die in diesem Projekt quasi verbündet sind. Das Projekt gibt es seit 2012 und wir haben einen sehr hohen Austausch innerhalb dieser Hochschulen, auch von Lehrenden, sodass wir ganz viele kurze Inputs auch von anderen Hochschulstandorten hatten. Wir wussten immer, was haben die dort gemacht in der Digitalisierung, konnten so unsere Lehrende auch das zugutekommen lassen, dass andere aus anderen Hochschulen zu uns gekommen sind. Also ähnlich wie das Format ist hier wie Let's Talk, hatten wir das in Sachsen in den vergangenen zwei Semestern enorm. Das Projekt läuft jetzt leider aus, deswegen haben wir dann aber eine sehr große Verbundarbeit hier hinter uns, die, glaube ich, den Lehrern ganz gut zugute gekommen ist. Genau, hier sind wir in Chemnitz, dass wir nochmal den Standort haben. Und seit dem Sommersemester 2020 sind wir eigentlich komplett online, bis auf wenige Veranstaltungen, die digital nicht durchgeführt werden konnten. Darunter zählten auch die Praktika. Aber selbst da musste häufig begründet werden, warum überhaupt im Digitalen das nicht stattfinden konnte, beziehungsweise auch ein sehr strenges Hygienekonzept umgesetzt werden. Also das kennen Sie vielleicht alle von Ihren eigenen Universitäten. Was ich als Hochschuldidaktikerin in den letzten zwei Jahren beobachtet habe, ist, dass die Lehrenden eine extreme Umstellung ihrer Lehrveranstaltungen überhaupt durchgeführt haben. Nicht nur, dass sie es online gestellt haben, sondern viele haben ihre Konzepte generell über den Haufen geworfen und haben überlegt, was ist überhaupt relevant für meine Lehre? Wo kann ich vielleicht dort nochmal viel kompetenzorientierter meine Lehrveranstaltung auch aufbauen? Also das hat aus meiner Sicht nicht nur die Digitalisierung gepusht, sondern auch ein Hinterfragen, was haben wir bisher in unserer Lehrveranstaltungen alles gemacht. Beziehungsweise sind das zarte Anfänge davon, dass jetzt umgestellt wird. Wir haben im Sommersemester erste Online-Prüfungen gehabt und jetzt aber, da war es noch nicht verpflichtend, dass die Prüfungen online durchgeführt werden mussten, haben aber jetzt die Prüfungsphase hinter uns. Philipp hat noch eine vor sich, die er abnehmen wird. Und insgesamt sind es dann 947 Prüfungen gewesen, wo 89% im Digitalen stattgefunden haben. Das heißt, da steckt ganz viel Arbeit drin von den Lehrenden. Und unter anderem sind viele auch auf alternative Prüfungsformate ausgewichen, sodass auch so ein Praktikum, ne, was eigentlich in der Modulordnung festgeschrieben ist, stark überlegt werden muss, wie kann ich das denn jetzt überhaupt digital machen? Und Philipp zeigt dann Möglichkeiten, wie man Studierende da einfach auch mitnimmt und Lernergebnisse auch kontinuierlich sichern kann, dass man die nicht nur am Ende dann prüft und feststellt, oh, die haben es noch gar nicht verstanden. Und das hatte ich knapp vorhin schon erwähnt, wir hatten einen enormen Zuwachs an Teilnahmen mit 1500 in Weiterbildung in der Hochschuldidaktik. Das heißt, hier gab es einen enormen Bedarf auch. Unter anderem auch zu digitalen Praktika hatten wir Veranstaltungen, die noch nicht so zufriedenstellend war, weil da der Datenschutz wieder Probleme macht, dass es sehr schwierig ist, dort bestimmte Inhalte auch zu teilen und auch die technischen Voraussetzungen nicht überall gegeben sind. Deswegen ist es ganz sinnvoll, mal reinzugucken, wie das dann konkret umgesetzt wird. Die digitalen Praktika an der Professur für Montage und Handhabungstechnik, Philipp, und damit würde ich dir einfach das Wort übergeben. Ja, vielen Dank. Ich werde jetzt meinen Bildschirm freigeben und auch in dem Chat einen Link posten. Und ich erkläre auch gleich, wieso ich das mache, sobald ich das hier geteilt habe und
Können Sie das soweit sehen? Also ist das erkennbar? Sehr gut. Sehr schön. Genau. Im Chat finden Sie jetzt einen Link. Das ist im Endeffekt genau das, was Sie jetzt hier sehen sollten. Und zwar handelt es sich dabei um einen offen zugänglichen Kurs, der bei uns im Lernmanagementsystem OPAL beziehungsweise basierend auf OpenOLAT, was in Sachsen weit eingesetzt wird, so die Grundlage für unsere Lehre ist aktuell. Allerdings lassen sich damit auch eben andere Kurse umsetzen, beispielsweise zur Weiterbildung in dem Bereich der Hochschuldidaktik. Und das habe ich hier auch einfach mal beispielhaft gemacht. Dieser Kurs selbst ist entstanden im Rahmen eines Workshops, der mal gehalten wurde zu dem Thema. Deswegen ist es auch sehr umfangreich. Ich werde das als Grundlage einfach nutzen, um über das Thema digitale Praktika und virtuelle Experimente zu sprechen. Allerdings empfehle ich Ihnen einfach, da mal selbst reinzuschauen. Deshalb habe ich auch den Link geteilt. Und sollte irgendwas nicht richtig angezeigt werden können, jetzt können Sie das dann jederzeit nachschauen. Das läuft völlig asynchron. Da brauchen Sie also keine Angst haben, dass Sie irgendwas verpassen. Genau. Sie finden auf der linken Seite eine Navigation. Dort können Sie sich im Endeffekt auch ganz kurz noch einen Überblick verschaffen, worum es jetzt hier heute gehen soll. Das werde ich Ihnen aber jetzt auch einfach erzählen. Die Vorstellung haben wir schon soweit durch. Vielleicht jetzt zum Anfang noch mal kurz, was ist überhaupt das Praktikum, wovon wir reden? Das ist ja immer so eine Begriffsproblematik, die da auch entstehen kann. Grundsätzlich reden wir immer von praktischen Handlungen, also Dinge, die man real oder wirklich tut. Da sind wir natürlich im digitalen Kontext schon an der Grenze. Also was heißt da noch real? Was heißt noch, ich tue etwas wirklich? Im Kontext einer Lehrveranstaltung geht es oftmals darum, dass man eben theoretische Inhalte, die man in Vorlesungen und Übungen vielleicht schon besprochen hat, praktisch anwendet. Und dazu werden oft einzelne Veranstaltungstermine gebildet, bei uns im Maschinenbau eben Laborpraktika, an denen an realen Maschinen dann eben theoretische Inhalte eben nochmal praktisch angewendet werden. Und das alles unter Berücksichtigung bestimmter Elemente, die sind ja auch aufgelistet. Also das heißt, dass man Dinge berühren kann, in die Hand nehmen kann. Da kommen wir auch sehr schnell in den Bereich der Haptik, etwas begreifen, selbst etwas händisch eben ausführen. Dadurch lernt man eben auch relativ viel. Die Interaktion mit einer Maschine ist sehr wichtig, dass man eine Aktion tätigt und einen Output bekommt und daraus auch Schlussfolgerungen ziehen kann, wie sich diese Maschine verhält. Dafür vielleicht auch solche Sachen wie Trial and Error, also dass man im Praktikum auch mal Sachen ausprobieren kann, die dann schieflaufen und man lernt eben dann aus diesen Fehlern und natürlich soziale Elemente, die dann eine Rolle spielen, das heißt Gruppenarbeiten, wie man sich untereinander austauscht, wenn man Aufgaben aufteilen muss und so weiter und so fort. Also das gehört da alles mit dazu und man muss irgendwie versuchen, das in den virtuellen Raum zu bekommen, erstmal grundsätzlich als Ansatz. Warum ist das nötig oder warum sollten wir das tun? Also aktuell sollte das eigentlich verständlich sein. Die Anwesenheit am Universitätscampus ist nicht möglich oder soll vermieden werden. Meistens ist die Anzahl an Praktikumsteilnehmern viel zu groß, wie es aktuell erlaubt wäre, damit überhaupt Praktika stattfinden dürfen. Man müsste also sehr, sehr viele Termine machen, was eigentlich aktuell nicht möglich ist. Und natürlich im Bereich der Maschinentechnik muss man auch sagen, Oberflächendesinfektion und so weiter, das ist alles nicht so einfach, wo wir dann auch einfach an die Grenze stoßen, sagen können, okay, dann können wir das Praktikum so aktuell nicht durchführen. Aber auch zukünftig wird das Thema digitale Praktika und virtuelle Experimente sicherlich eine Rolle spielen oder ich hoffe das zumindest, einfach um das Potenzial digitaler Lehre weiterhin auszuschöpfen. Da stehen wir ja noch recht am Anfang. Die Digitalität der Lehre wird sicherlich auch Teil des universitären Wettbewerbs werden, wenn wir uns darum bemühen, für Studierende eben eine ansprechende Lehre zu gestalten. Die internationale Kooperation kann verstärkt werden. Man denke dabei einfach an virtuelle Praktika anstelle der Reisetätigkeit, die heutzutage auch schon stattfindet, um eben in unterschiedlichen Universitäten auch Praktika wahrzunehmen. Und natürlich auch das Ausprobieren oder Durchführen von neuen didaktischen Ansätzen, wie beispielsweise asynchrone Praktika. In der Regel laufen ja Praktika synchron, das heißt, der Lehrende ist mit den Lernenden gleichzeitig am selben Ort, zur selben Zeit und dementsprechend lassen sich mit digitaler Lehre auch andere Formate wie eben asynchrone Praktika auch mal umsetzen. Natürlich immer mit der Frage auch zukünftig, was tun, wenn es nochmal zu so einer Krise kommt, nochmal die Anwesenheit an der Universität nicht möglich ist. Dazu sollte man dann vielleicht auch besser vorbereitet sein. In der Zeit, die wir
hier heute haben, werde ich Ihnen natürlich nicht alles vorstellen können. Deswegen nur kurz nochmal der Hinweis darauf, das sind Möglichkeiten zum Einsatz. Es gibt viele mehr. Ich habe die auch versucht zu sammeln und zeige Ihnen dann auch gerne noch die Linkliste, dass Sie sich dann auch einen Überblick verschaffen können, wie an anderen Universitäten, wie es in anderen Bereichen umgesetzt wird. Das hier sollen bloß exemplarische Beispiele dafür sein. Genau, und damit Sie sich nochmal einen Überblick verschaffen können, was in diesem Kurs ist, finden Sie hier unten nochmal eine kleine Übersicht. Im Workshop selbst bin ich jetzt dazu übergegangen, den Lehrenden zu sagen, dass sie das doch einfach mal selbst ausprobieren können. Das ist jetzt einfach zeitlich nicht möglich. Also ich würde Ihnen einfach mal raten, wenn Sie die Zeit haben, sich dann mal eine halbe Stunde hinzusetzen und in dem Bereich Interaktion die einzelnen Punkte mal durchzuklicken. Das sind vier Elemente im Endeffekt hier unterteilt, die basierend auf einer auf Praktika eben erstellt wurden. Das muss man sich so vorstellen, dass wir uns überlegen, ein Praktikum, wie wir es im Labor durchführen. Das heißt, wir wollen mit den Studierenden an einen Roboter herantreten, wollen, dass Studierende einen Roboter programmieren können, vielleicht zusätzlich noch eine Maschine dazu so weit einstellen, dass sie mit dem Roboter synchron arbeiten kann und das Ganze eben in einer Laborumgebung zu machen. Da gibt es ja verschiedene Elemente, die da eine Rolle spielen. Zum einen natürlich die Arbeitsschutzbelehrung, beziehungsweise die Belehrung, wie man sich an einem Labor zu verhalten hat. Vielleicht auch das Kennenlernen des Labors an sich, was dazu gehört, ist im ersten Teil Laborrundgang mit abgedeckt. Der zweite Teil ist dann der Roboter an sich, dass man eben ein Element dazu hat, wie man Studierenden den Roboter, diese Maschine, nicht nur mit Bildern eben darstellen kann, wie man es in Vorlesungen und Übungen macht, sondern eben am Gerät selbst. Das dritte wäre dann das Roboterpraktikum, das heißt, Studierende sollen ein Roboterprogramm starten, hier in dem Fall mit einem Video-Branching-Szenario umgesetzt. Und das letzte wäre die Bauteilzuführung, wo es darum geht, dieses Trial-and-Error-Prinzip mal ein bisschen zu verdeutlichen, also das Experimentieren, in dem Fall hier mit Geschwindigkeitsprofilen im Rahmen einer Simulation. Damit Sie ganz kurz einen Einblick dazu bekommen, wie das Ganze aussieht, werde ich Ihnen das kurz zeigen. Wenn Sie das selber ausprobieren und Sie stellen fest, irgendetwas funktioniert nicht oder es wird nicht angezeigt, ist das völlig normal. Das ist einfach noch einer der Nachteile beziehungsweise ein Punkt, zu dem ich noch kommen werde, von digitalen Praktika, denn die Technik ist da die Grenze oftmals. Und da finden Sie im Bereich Backup dann Lösungsstrategien dafür beziehungsweise auch noch Videos, wie das eigentlich aussehen sollte. Beginnen wir also einfach mal ganz kurz beim Laborrundgang. Also ich habe ja schon gesagt, wir stellen uns vor, wir gehen im Labor in die Arbeitsumgebung und müssen den Studierenden auch zeigen, wo können sie langlaufen, wo sollen sie stehen, vielleicht auch der Arbeitsschutz, der dazu gehört. Und in dem Fall hier befinden wir uns in einem unserer Labore. Das ist aufgezeichnet mithilfe mehrerer Kameraaufnahmen, die dann zusammengesetzt wurden zu solch einem 360-Grad-Bild. Dieses kann mithilfe hier in dem Fall von H5P in so eine Ansicht umgewandelt werden, dass man sich virtuell innerhalb des Labors bewegen kann. Ich habe das jetzt so erstmal nur gelassen, dass Sie auf einem Fleck stehen, sich die einzelnen Maschinen angucken können, unter anderem auch unseren Roboter, den wir uns später angucken werden und jetzt hier in dem Fall auch noch eine Textilmaschine. Wenn das jetzt Teil des Praktikums wäre, würde man beispielsweise den Studierenden zeigen, wie diese Textilmaschine sich bewegt, wie die funktioniert. Dafür arbeiten natürlich die meisten schon mit solchen Videos, die man eben bereitstellen kann, dass man den Studierenden eben Videoausschnitte gibt und sagt, schauen Sie sich diese an und versuchen Sie eben, sich Notizen dazu zu machen, beziehungsweise Schlussfolgerung, das zu ziehen. Ja, Vorführeffekt. Okay, gut, jetzt scheint es bei mir geladen zu haben. Das hat kurz gedauert. Da sieht man auch Technik wieder. In dem Fall jetzt hier, ob das jetzt bei Ihnen so flüssig angezeigt wird wie bei mir, kann ich jetzt nicht sagen, aber man kann eben der Arbeit der Textilmaschine zuschauen, den einzelnen Elementen, die Bestandteil der Veranstaltung sind, auf die man dann eben näher eingehen würde und würde versuchen, so die Maschine den Studierenden näher zu bringen. Was man allerdings auch machen kann, ist neben diesen Videos auch interaktive Elemente einzubauen. Beispielsweise hier gibt es eine kleine Quizfrage mit dazu, wie viele Notausschalter befinden sich an der Maschine. Man muss sich also in Vorbereitung auf das Praktikum natürlich auch die Maschine genauer angucken, um im Falle des Falles auch eingreifen zu können. Hier in dem Fall die Notausschalter
Und wenn wir die jetzt einfach mal beantworten, die Frage, sehen wir auch, ob das richtig oder falsch gelöst ist, kriegen eine Auswertung, ein kleines Feedback auch, so ein bisschen Gamification-Ansatz. Das zum Thema Laborrundgang. Wie gesagt, nicht allzu viel Zeit. Nutzen Sie das einfach im Nachgang, wenn Sie sich damit näher befassen wollen, falls das ein Element sein könnte, was Sie bei sich vielleicht einsetzen möchten. Das zweite wäre Roboteraufbau. Da habe ich ja schon gesagt, es gibt grundsätzlich natürlich die Möglichkeit, das mit Hilfe von Bildern einfach zu machen. Aber bei einem Praktikum spielt natürlich die Rolle auch, dass man etwas in Bewegung sehen will und auch das Prinzip von Interaktionen und Reaktionen. Also, dass wir einfach auf einen Input irgendeinen Output bekommen. In dem Fall hier sehen wir jetzt mal, das wird jetzt nicht hier angezeigt werden, glaube ich, im Vollbildmodus, aber ich denke mal, man sieht es jetzt hier auch im Kleinen. Sieht man im Endeffekt eine Simulation eines SCARA-Roboters, der von oben gezeigt wird. Der besteht aus zwei solchen Robotergliedern und diese lassen sich eben bewegen mit Hilfe solcher Eingabeschaltflächen. Und man kann eben das, was die Studierenden auch innerhalb der Veranstaltung lernen sollen, also die Bewegung eines Roboters zu steuern, das Ganze mathematisch vorhersehen zu können, wie man das eben machen muss, damit man an einen bestimmten Punkt gelangt. Das kann man eben in der Simulation nachbilden und auch gleichzeitig überlagern natürlich mit den Inhalten, die man in der Vorlesung dann eben hatte. Beispielsweise jetzt hier die Darstellung der jeweiligen Winkel der Kreisbahn, die eben dazugehören. Oder die umgekehrte Weise, dass man das Ganze am sogenannten DCP, das wäre jetzt hier dieser Punkt ganz vorne eben steuern kann und auch sieht, wie sich da der Roboter verhalten würde. Das ist eine typische 2D-Simulation, also man schaut sich an im zweidimensionalen Raum, eine ziemliche Vereinfachung des Ganzen, versucht das runterzubrechen auf das, was relevant ist, um damit eben den Studierenden die Möglichkeit zu geben, mit dem System zu interagieren. Das Ganze geht aber natürlich auch im dreidimensionalen Raum, ist allerdings wesentlich mehr Arbeit. Hier in dem Fall derselbe SCARA-Roboter, den wir erst gerade von oben betrachtet haben, hier in der Bewegung als dreidimensionale Darstellung und dahingehend auch die Möglichkeit, räumliche Eindrücke zu vermitteln, also wie groß ist dieser Roboter, wie bewegt er sich im Raum und so weiter. Als dritter Punkt hier noch die Variante mit Augmented Reality, das heißt die dreidimensionale Darstellung im eigenen Zuhause, also im Gegensatz zur virtuellen Realität, bei dem man meistens eine virtuelle Umgebung auch hat, kann man sich beim Thema Augmented Reality auch vorstellen, Praktikumsgegenstände, das heißt in unserem Fall einen Roboter, in die häusliche Umgebung zu projizieren. Das heißt, dass wir auch mit Hilfe von beispielsweise solchen Markern die Chance geben, dass Studierende sich ein solches Gerät auch anschauen können zu Hause, vielleicht auch sogar mit der Größe, die relativ, also in real auch stattfinden würde, relativ zum eigenen Sofa oder zum eigenen Schreibtisch. Heutzutage geht das auch schon, ist vielleicht manchen auch schon bekannt aus verschiedenen Apps, die das machen können von Google oder von anderen Möbelhäusern und Ähnlichem, die einem den Stuhl in das eigene oder das Sofa in das eigene Haus projizieren können. Das geht natürlich auch mit Praktikumsgerätschaften, ist allerdings auch eine sehr moderne Technik, die noch viel Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit braucht, also die Implementierung und einfach auch die Erstellung von solchen Inhalten ist schon sehr, sehr schwierig. Schauen Sie sich das mal im Video an, wie das aussehen würde. Da habe ich das hinterlegt. Zum Roboterpraktikum, ja? Philipp, eine Frage, ob das ein H5P Augmented Reality Scavenger ist. Bitte, ich habe den letzten Teil der Frage habe ich nicht verstanden, aber... Es müsste Virtual Tour sein. Das ist im Chat, ist gerade die Frage... Womit du das gemacht hast. Okay, ich bin schlecht zu verstehen. Nee, alles gut. Ich habe bloß die Frage nicht inhaltlich ganz nachvollziehen können. Also kurz zu dem H5P nochmal. Der Laborrundgang und dieses Roboterpraktikum hier sind mit H5P umgesetzt. Für diejenigen, die das im Griff ist. Ansonsten den Link habe ich auch hinterlegt. Beim Roboteraufbau habe ich im oberen Teil mit der Software GeoGebra gearbeitet, die eben es ermöglicht, auch HTML-Exporte zu erstellen. Und der untere Teil hier ist einmal mit der Software, mit dem Framework A-Frame erstellt worden. Das ist eine JavaScript-Bibliothek, um dreidimensionale Objekte eben in HTML einzubetten. Und bei dem Augmented Reality ist das gemacht mit der Bibliothek AR.js. Auch die ist verlinkt in der Linkliste. Komme ich sicherlich, wenn ich die Zeit noch finde, gerne noch im Fragenteil dazu. Ich will bloß ganz kurz noch die Interaktion fertig zeigen, dann
kann ich noch den Rest erklären. Genau, im Teil Roboterpraktikum kann man sich das Ganze mal anschauen, wie das in einem Videobranching-Szenario gezeigt ist. Das heißt, bei einem Videobranching geht es darum, wir wissen, dass während eines Praktikums Studierende Entscheidungen treffen müssen. Sie müssen sich auf Basis des Wissens, das sie aus Vorlesungen und Übungen haben, entscheiden, welche Handlungen sie vornehmen, in welcher Reihenfolge. Und das lässt sich teilweise mithilfe solches eines Videobranching-Szenarios umsetzen. Die Grundidee ist dabei folgende: Wir geben den Studierenden am Anfang, wie wir das auch sonst machen würden, eine Praktikumseinleitung, also das heißt mit einem Ziel, vielleicht auch mit Hinweisen, die dazu noch eine Rolle spielen und vielleicht auch noch mit einer Dokumentation, was wir vielleicht jetzt hier etwas sehr stark heruntergebrochen haben, aber ich hoffe, Sie können mir folgen. In dem Fall hier ein kleines Bild, wo ist der Ein- und Ausschalter, wo ist der Notausschalter, wann kann man, wo muss man drücken, um den Roboter zu starten. Das ist jetzt sehr vereinfacht. Für Ihre Praktika wird das sicherlich wesentlich umfangreicher sein und das müsste man dann dementsprechend auch ausbauen. Nur, dass Sie das an dem Beispiel hier mal ganz kurz sehen können. Man würde jetzt in einem Branching-Szenario eben eine solche Anleitung zur Verfügung stellen und dann eben geführt die Studierenden durch dieses Praktikum bringen, indem man den einzelne Teile eben erstmal präsentiert, beispielsweise jetzt hier, das ist unser Roboter, und dann eben bestimmte Fragen damit verknüpft. In dem Fall hier, wie schaltet man den Roboter ein? Es war entweder dieser flache Knopf oder der rote Knopf, einer von den beiden muss es gewesen sein. Kann man ja nochmal in die Dokumentation schauen oder man probiert es einfach aus. Und dementsprechend würde sich jetzt unser Roboterpraktikum verhalten, je nachdem, welche Entscheidung getroffen wird. Egal, was jetzt hier gedrückt wird, es wird ein neues Video gezeigt und das einfach eine Reaktion auf diesen Input gibt und dementsprechend auch das Prinzip Try and Error ein bisschen zeigt. Wenn wir jetzt mal den roten Knopf drücken, das war der Notausschalter, sollten wir eigentlich erwarten, dass dadurch der Roboter nicht angeht. Wir schauen uns also im Endeffekt auch das Ergebnis davon an. Wir drücken den Notausschalter und sehen, beim Roboter passiert nichts. Dabei kommen wir in sogenannte Loops, das heißt, wir haben die Möglichkeit, in solchen Branching-Szenarios zurückzugehen an einen Punkt, der vorher schon war, in dem Fall hier die Frage, wie man den Roboter denn nun eigentlich einschaltet. Damit hätte man so ein bisschen das Wiederholungsprinzip, so denken Sie dann nochmal drüber nach, was haben Sie in der Dokumentation gelesen, schauen Sie dann nochmal rein. Würde man in einem normalen Praktikum ja auch tun und könnte dementsprechend die Studierenden auch dazu bringen, schrittweise die richtigen Entscheidungen zu treffen, aus Fehlern zu lernen und dann eben im Praktikum weiterzukommen. Diese einzelnen Entscheidungsstufen hat man dann eben mehrfach innerhalb dieses Video-Branchings, je nachdem, wie komplex man das aufbaut. Ich war erst letztens bei einer Weiterbildung aus dem Fachbereich Chemie. Dort hat man das mit, Pharmazie war das, dort hat man das mit Praktika auch gemacht und das sehr, sehr umfangreich. Also da ging es wirklich darum, dass Studierende, die Milliliter-Angaben auswählen konnten. Also gebe ich nun 1 Milliliter, 2 Milliliter, 3 oder 4 Milliliter Kochsalzlösung jetzt in dieses Gefäß oder nicht. Und je nachdem hat sich dann auch die Reaktion, das Reaktionsprodukt anders verhalten. Es hat sich beispielsweise anders verfärbt und das jeweilige Ergebnis wurde eben erreicht oder nicht erreicht, was erreicht werden sollte. Also solche Video-Branchings sind eben recht recht gut möglich, wenn man eben ein Praktikum zeigen möchte für verschiedene Interaktionen, wo es Reaktionen auf Entscheidungen gibt, die man treffen muss. Und dabei ermöglicht man auch den Studierenden Fehler zu machen, die man vielleicht in einem Praktikum einfach nicht machen würde oder nicht ermöglichen könnte. Beispielsweise am Ende dieses Video-Branchings werden sie auch mal in die Gelegenheit haben, sich zu entscheiden, was sie tun würden, wenn eine Hand in die Nähe des Roboters kommt, was so in einem Praktikum natürlich besser nicht vorkommen sollte, einfach aufgrund der Gefährdungssituation. Aber im digitalen Raum kann man eben auch mal Sachen testen oder trainieren, die man in der Realität mit Studierenden nicht trainieren würde. Der letzte Punkt, diese Bauteilzuführung, ist nochmal ein Element, das die Simulation nochmal zeigen soll. Hier in dem Fall eine Anwendung von Wissen aus der Vorlesung bzw. der Übung für diese Zuführung von einzelnen Bauteilen zu einem Robotersystem, zu einem Handhabungsprozess. Die Aufgabe ist hier oben beschrieben, alles sehr kurz und knapp, nur dass Sie mal ungefähr verstehen, was damit gemeint ist. Man soll dieses kleine Objekt hier vorbewegen zum Roboter, der ein bestimmtes Zeitprofil hat, wann er an einem bestimmten Punkt ist, dann zugreift und dann eben wegfährt. Also er erkennt nicht automatisch, dass dort ein Gegenstand ist. Und wir müssen versuchen, diese kleine Plattform zu diesem Greifer zu bewegen. Die Aufgabe ist eben, ein Geschwindigkeitsprofil hier vorzugeben, das diesen Schlitten verfährt.
Und aus der Vorlesung wissen die Studierenden, okay, dafür gibt es bestimmte Anforderungen, beispielsweise die Steigung dieses Geschwindigkeitsprofils, die sollte nicht zu stark sein, nicht zu steil sein oder nicht zu zackig, weil es eben dazu kommen kann, dass dadurch das Paket hinten runterfällt oder das Objekt, was eben verschoben werden soll, wenn es nicht fixiert ist. Das heißt, man muss eben das Wissen aus der Vorlesung anwenden, beispielsweise solche Anstiege zu machen, die einen exponentiellen Verlauf haben oder die einen anderen Verlauf haben, oder dass man eben nur kurze Bremsvorgänge mit einbaut, um dann eben zu versuchen, dass das Ganze oben bleibt. In dem Fall auch nicht geklappt. Es ist auch nicht so einfach. Ich habe mir hier bei dieser Simulation größte Mühe gegeben, das möglichst schwer zu machen. Also wer das ausprobiert, der wird feststellen, das ist nicht so einfach, und soll Ihnen auch nur kurz verdeutlichen, wie man eben auch mal was einbauen kann, was man eben nach diesem Trial-and-Error-Prinzip eben aufbaut. Das heißt, dass Studierende versuchen eben zu lernen, wie kann ich hier vielleicht auch ein bisschen tricksen, wie kann ich vielleicht mal den Schlitten vorher mal gegen den Endanschlag fahren und erst dann nach vorne bringen. Vielleicht hilft mir ja die Beschleunigung, die dabei entsteht, dass diese Bremsbeschleunigung, um das dorthin zu bringen. Also man kann damit auch eben mal Sachen durchspielen, die man in der Vorlesung nicht besprochen hätte. Und solche Simulationen lassen sich hier in dem Fall mit bestimmten Tools umsetzen, die am Ende dann natürlich irgendwie den Studierenden zur Verfügung gestellt werden müssen. Also in dem Fall hier hat es nichts mit H5B zu tun oder mit dem vorher gezeigten GeoGebra oder ARJS oder A-Frame, sondern das wurde mit Hilfe einer Game Engine erstellt. Also das, was wir in der Regel eigentlich im Maschinenbau nicht einsetzen. Wir arbeiten mit CAD-Programmen, wir arbeiten mit Zeichentools, aber nicht mit Game Engines, und das wird sich im Rahmen der Lehre vielleicht auch in Zukunft ändern, denn diese Game Engines haben eben viele Vorteile, insbesondere was die Visualisierung anbelangt und auch, wie man hier sieht, den Export und das Bereitstellen an Studierende, denn man braucht hierfür keine zusätzliche Software, das ist alles eingebettet innerhalb einer Webseite, basiert auf der Technologie WebAssembly, die auch in den nächsten Jahren mehr kommen wird, und mehr Programme werden das eben auch diese Möglichkeit haben, sowas zu erzeugen. Also in dem Fall hier mit einer Game Engine erstellt, also Godot in dem Fall, mit der man eben solche Visualisierungen, solche Simulationen basierend auf Eingaben durch Maus, Tastatur, vielleicht auch Controller, Touch, wie auch immer man das machen möchte, umsetzen kann. Das soll mal ganz kurz dieser Überblick zu den Elementen gewesen sein, damit Sie das mal selber kennenlernen können. Und ich möchte Ihnen nur noch kurz zeigen, welche Punkte eine Rolle spielen, dadurch, dass natürlich die Zeit hier heute ein bisschen knapp ist. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, das ist ein asynchroner Kurs, das können Sie sich dann selbst mal alles durchklicken, möchte ich noch auf die restlichen Punkte eingehen. Also Sie finden hier im nächsten Punkt der Bereich Auswertung, da hat im Workshop eine kleine Umfrage stattgefunden, was bei den teilnehmenden Lehrenden, in der Zahl waren das hier 15 Leute, die das mal ausprobiert haben und einfach mal gesagt haben, was funktioniert nicht. Und da stellt man schon relativ schnell fest, es funktionieren manche Sachen nicht. Und das hat eben damit zu tun, dass zum einen die Technik eine große Rolle spielt, das heißt, welchen Browser setze ich ein, ist der aktuell, welches System hat meine Hardware, und auch einfach die Technik teilweise auch noch nicht ausgereift ist und auf bestimmte Sachen reagieren kann, Ladeschwierigkeiten oder eben Internetverbindungsprobleme, die da auch eine Rolle spielen. Und dementsprechend hat man hier auch ein gemischtes Bild. Also zum einen, ja, es ist sehr interessant, wenn es mal funktioniert, aber auf der anderen Seite, wenn man das sich überlegt, dass man dann bei einer großen Menge an Studierenden viel Support leisten muss, damit es funktioniert, da wird das Ganze schon wieder unattraktiv. Damit man eben versuchen kann, auf diese ganzen Punkte einzugehen, habe ich in dem Bereich Hintergrundwissen möglichst kompakt die Grundlagen und Baustellen des Ganzen mal aufgelistet. Also zum Thema Grundlagen, ich habe schon ein paar Begriffe vielleicht im Rahmen genannt, also HTML, JavaScript und so weiter, das sind schon Sachen, die gehen sehr ins technisch-informatische. Und da kommen auch andere Sachen her, aber ich denke, die Digitalisierung der Lehre hat uns einfach auch wieder gezeigt, dass man sowas auch einfach als Handwerkszeug ein bisschen mitbringen sollte. Und in dem Fall empfehle ich einfach mal, sich mit diesen Begriffen auseinanderzusetzen. Bring Your Own Device war schon vor vielen Jahren ein Begriff, der immer wieder kam, auch in den Bereich der Schule. Das heißt, dass Studierende jetzt natürlich gezwungen werden, eigene Rechensysteme einzusetzen, nicht mehr die Computerpools genutzt werden können. Da spielt dann plötzlich der Begriff Cross-Plattform eine Rolle. Das heißt, wie schaffen wir es, dass eine Simulation, eine digitale Simulation, ein Praktika sowohl auf einem Windows-System als auch auf einem Mac, als auch auf einem Linux und vielleicht sogar auf einem Android-Tablet funktioniert? Denn das ist das, was die Studierenden zu Hause haben.
Und dann kommen noch ein Haufen Sachen dazu, die aus dem Bereich Webdesign sind. Das heißt Responsive Design, eine Anpassung an unterschiedliche Monitorgrößen. Mobile First, dass man versuchen sollte, eher Tablets erstmal ins Visier zu nehmen und erst dann die großen Rechensysteme, denn die meisten Studierenden heutzutage setzen Tablets ein und kleinere Computer mit Bildschirmgrößen bis vielleicht 13 Zoll und nicht mehr die großen 17 Zöller oder vielleicht 19 oder was man eben sonst so zu Hause von sich aus kennt. Da ist die Regel eben dann doch eher auf Mobile First zu gehen. Thema Open Source und Open Educational Resources sollten in der Lehre jetzt auch langsam angekommen sein und ich hoffe, dass die auch mehr Verbreitung finden. Alle Tools, die ich hier eingesetzt habe, sind Open Source und ich würde auch jedem raten, lieber auf Open Source Programme zu setzen, auch wenn natürlich der Support bei proprietärer Software wesentlich besser ist und man da natürlich auch manche Sachen erwarten kann, die man vielleicht bei Open Source nicht erwarten kann. Ist es einfach so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass man mit Open Source auf lange Sicht besser fährt, einfach weil der Zugang dazu noch da ist, während proprietäre Software einfach verschwinden kann, wenn der Hersteller sagt, ich biete das nicht mehr an. Hier im unteren Bereich nochmal zum Thema Webdesign, HTML, JavaScript, mal kurz zum Einlesen, nur nochmal als Hinweis. Also das sind so erstmal die Grundlagen aus dem informatischen Bereich, die man jetzt ein bisschen mitbringen sollte, zumindest begrifflich, die man sich anschauen sollte, wenn man sowas erstellen möchte. Und natürlich auch im Hintergrund behalten, was gibt es alles für Baustellen, was funktioniert alles nicht und woran liegt das? Ich habe es schon erwähnt, einer der wichtigsten Punkte ist Heterogenität. Also das heißt, wir können nicht erwarten, dass Studierende alle dieselbe Hardware haben, dieselbe Software einsetzen. Und was auch noch hinzukommt, Thema Barrierefreiheit, Barrierearmut, auch die Interaktionen unterscheiden sich. Also Studierende setzen im digitalen Raum manchmal ihre Maus ein, manchmal Tastatur und Maus, manchmal aber nur Touch. Und dementsprechend müssen wir auch digitale Experimente darauf ausrichten, dass das auch verträglich ist mit dem Verhalten, das Studierende eben in der Lehre an den Tag legen. Und was natürlich eine große Rolle spielt, ist auch die fehlende Kompetenz bei den Lehrenden, die eben mit Hilfe solcher Formate jetzt hier ein bisschen gefördert werden kann. Allerdings ist da auch, denke ich, noch sehr viel Nachholbedarf in dem Bereich. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen diese Tools, die ich jetzt gerade alle erwähnt habe, schon kannten vorher. Da denke ich, ist definitiv noch Nachholbedarf. Auch um zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Wir reden ja davon, solche Simulationen vielleicht auch in Zukunft einzusetzen. Und wer sich noch erinnert, es gab mal eine Zeit, also man kann das hier auch übrigens immer aufklappen, es gab mal eine Zeit, da gab es sehr viele solche Experimentier-Software mit Java-Applets oder mit Flash, wer das noch kennt. Und diejenigen, die versuchen, das heutzutage mal zu starten, werden da schon an ganz schöne Grenzen stoßen, denn Java-Applets an sich und Flash als solches sind in modernen Browsern ja eigentlich auch gar nicht mehr ausführbar. Also diese Simulationen oder diese Experimente, die dort umgesetzt wurden, sind teilweise auch einfach nicht mehr benutzbar heutzutage. Damit man sich das eben mal noch weiterhin anschauen kann, wie gesagt, asynchroner Kurs kann man gerne machen, habe ich hier mal eine Liste an Beispielen zusammengezogen. Ich habe jetzt viel aus dem Bereich Simulation und so ein bisschen Video-Branching auch gezeigt und ein bisschen 3D-Darstellung. Allerdings gibt es dann auch viel mehr. Ich habe das einmal geteilt nach Fachbereichen, dass man sich für die einzelnen Fachbereiche mal einteilen kann. Ich denke, den Physikern ist Live durchaus ein Name. Das kenne ich schon aus dem Abitur-Schulbereich. Die haben das auch schon seit vielen Jahren eingesetzt, solche Experimente mal dort einzubauen, womit man interagieren kann. Aber da gibt es natürlich auch wesentlich mehr. Auch der Bereich Elektrotechnik hat da auch schon oft Sachen gefunden. Da habe ich jetzt nur ein Beispiel eingefügt. Und jetzt hier im unteren Teil kann man das Ganze nochmal nach Technologie unterteilen. Und da möchte ich nicht vorenthalten, es gibt ja nicht nur diese digitalen, vollständig digitalen Formate, sondern auch solche Sachen, die eben Fernlabore, sogenannte Remote Labs, die im Informatikbereich schon sehr, sehr lang eingesetzt werden, im ingenieursdidaktischen Bereich auch schon eingesetzt werden. Finde ich sehr, sehr spannend, auch diese Initiative remotelabore.de. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen mehr kommt in den nächsten Jahren. Und natürlich auch Thema Lab at Home, was auch im schulischen Bereich natürlich eine Rolle spielt. Wenn wir Interaktionen durchführen wollen, dann geht das ja nicht nur im universitären Bereich, sondern auch zu Hause. Wir können also auch mal überlegen, Studierenden Experimentalwerkzeug mitzugeben mit nach Hause. Ein Beispiel dafür wäre jetzt eben das PhyFox, was auch im Physikbereich bekannt sein könnte von der RWTH Aachen, die eben solche Sensoren von Smartphones nutzen, um damit Heimexperimente zuzulassen. Also das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Es ist nur einfach aufgrund der Kürze der Zeit schwierig, das alles aufzulisten. Kann man sich hier mal angucken und wenn man eben die Tools sich mal genauer anschauen möchte, die habe ich hier in dem nächsten Punkt verlinkt,
da findet man dann eben diese Open Source Tools, um das umzusetzen. Quellen auch nochmal verzeichnet, und wer gerne mehr darüber wissen möchte, wie man so etwas selbstständig aufbaut, habe ich hier so einen Bereich, der noch im Aufbau ist, so ein Workflow einfach mit hinterlegt, woran man denken sollte, wenn man digitale Simulationen oder eben Praktika aufbauen möchte und wie man da vorgehen kann. Und wenn es da Fragen gibt, manche sind schon gekommen, da hatte ich so ein kleines Faku mal angelegt, kann man sich auch mal durchlesen, gerade was die Interaktion hier auf der Webseite betrifft. Also das sollte es erstmal als ganz grober Überblick gewesen sein. Ich habe schon gesehen, dass jetzt auch ein paar Sachen im Chat kamen. Da kann ich auch vielleicht auch gleich drauf eingehen. Nur, dass Sie wissen, dieser Kurs wird weiterhin erreichbar bleiben. Also sammeln Sie sich ruhig den Link erstmal, dann können Sie im Endeffekt später auch drauf zugreifen.